Morgen, Freunde, Fitness und Gesundheit wieder mit einer Out-of-Bed-Frisur, aber naja, was soll's. Jetzt geht's los. Wir wiegen wieder 96,5. Unfassbar. Also, nicht unfassbar im Sinne von, ey, wieso nehme ich ab? Ich weiß ja, warum ich abnehme, aber ich freue mich total, dass es funktioniert. Bis später. Ciao. Und wieder geht's los. Ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt etwas sinnvoller gestalte. Und zwar sinnvoller in dem Sinne, dass ich nicht drei Videos mache, wo ich immer meinen Booster und meinen Multivitamin anrühre, sondern ich mache im Moment erstmal immer erst die Eiswürfel rein, damit das Getränk möglichst eiskalt ist. Es gibt sogar Brausen, also Limonaden, wo drauf steht eiskalt genießen. Ich glaube, das war bei Pepsi Max, nee, bei Schwip Shop Zero, glaube ich. Ich weiß nicht. So, also, was machen wir denn? Jetzt habe ich 37, das sind 6 Gramm, 46 sind 9 Gramm. Jawohl. Bam, wunderbar. Der ist fertig. Das war der. Jetzt muss ich noch ein bisschen mehr vom Booster reinmachen. Wenn ich nehme, dann muss ich Kirsche nehmen. Das ist mein letzter. Das geht ja gar nicht. Warte mal. Ich habe nämlich gestern vergessen, im Lager was mitzunehmen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Warte mal, Leute. Ah, hier ist noch was. Was ist das? Das ist Kirsche. Na gut. Oh, da ist noch richtig viel drin. Haha. Ich habe es echt vergessen. Ich habe vergessen, bei mir im Lager meine eigenen Produkte mitzunehmen. Okay, also. Eins und zwei. So, das müsste jetzt ausreichen. Machen das hier. Ich habe hier eine Waage stehen, sieht man das? Nee, sieht man nicht. Moment. Immer mit Waage. So. I'm so in love with you. Gerade ein Song im Hintergrund laufen. So. Okay. Vitamin ist drin, Booster ist drin. Jede Menge, der muss knallen. So, 20 Sekunden. Jetzt die Farbe würde jetzt natürlich nicht so super genial sein. Aufgrund der Tatsache, weil ich jetzt wieder drei Booster. Nein, Quatsch. Aber doch, es waren fast zwei Booster und ein Multivitamin, die ich jetzt zusammengeknallt habe. Und, oh, das sieht gut aus. Das muss ich zeigen. Das sieht, im Live sieht das besser aus. Das ist so ein Kirsche. Ich habe auch Kirschenbooster, genau. Lecker. Lecker, Leute. Was haben wir denn heute? 96,5. Müssen wir mal überlegen. Ich weiß gar nicht, wo ich angefangen habe. Für mich ist, zählt irgendwie jeder Tag. Wann habe ich angefangen? Wir müssen jetzt über 4 Kilo sein. Also heute ist ja Tag 6 und 4 Kilo in 6 Tagen und das bei Nicht-Low-Carb, das ist schon gut. Vor allem angenommen, also ich zähle mal so 400 Gramm pro Tag sollte man verlieren. Und wenn ihr in 10 Tagen 4 Kilo dann verliert, dann habt ihr in 20 Tagen, also 3 Wochen 8 Kilo und das ist echt gut. Und selbst wenn es dann so alle 2 Wochen noch 2 Kilo sind, dann seid ihr bei 10, selber 12 Wochen bei 12 Kilo. Das ist super. Die Rechnung war falsch. Moment, also in 8 Wochen, nein, in 4 Wochen habe ich gesagt 8 Kilo. Oh, das ist echt gut. Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt in 3 Wochen 8 Kilo. Also 10 Tage 4 Kilo, 20 Tage 8 Kilo. So. Und dann pro Woche nochmal ein Kilo. Also 3 Wochen, 4 Wochen 9, 5 Wochen 10, 6 Wochen 7 Wochen. 7 Wochen. Sagen wir mal, ihr habt in 8 Wochen 12 Kilo runter. Dann ist das echt gut. Kommt drauf an, was ihr wiegt. Wenn ihr natürlich 40 Kilo Übergewicht habt, dann werdet ihr, wenn ihr das so macht wie ich, meiner Meinung nach, in 8 Wochen könnt ihr 20 Kilo runterziehen. Wenn ihr jetzt Spatzen gehört habt, das tut mir leid. Ich muss etwas schneller trinken, weil ich wieder keine Zeit habe. Oh, kalt. Oh, richtig kalt. Gehirnfrost. Oh. Kennt ihr das wie bei so einem Slushy, wenn ihr so
auf dem Dom, auf dem Volksfest, auf dem Rummel, so eine Frozen-Getränk getränkt und davon zu viel des Weiten dazu. Ich bin 2 oder so genannt, ne? Lecker, wunderbar. So. Boah. Jetzt habe ich aber Action. Jetzt geht's los. Okay, bis später, Leute. Ciao. Also, wir gehen jetzt schon hinter auf Grundeis. Ich wollte eigentlich Arsch sagen, ich sage jetzt hinter. Weil ich nicht glaube, dass ich stärker geworden bin. Aber wenn ich von, ich sage jetzt mal 100 Kilo auf 90 Kilo abnehme und trotzdem immer noch 14 mal die 100 drücke, dann bin ich eigentlich trotzdem stärker, oder? Stefan, bin ich eigentlich stärker? Tendenziell ja. So, mal gucken. Stefan hat gerade 10 mal die 100 gedrückt. Was wirklich ordentlich ist für einen Mann seines Alters. Das Problem ist, Stefan ist 47. Du bist 47, ne? Ich bin 43. Wann bist du geboren? 78, ne? Ja. Habe ich gesehen. Ich bin 78, ich bin 77. Okay. Und Tümer. Und Tümer. Okay, jetzt geht's noch 100 Kilo zurück. Was geht's? Was jetzt? 13. Was? 13. 14. Stärker! Oder? Ja, 16. Ich glaube, 20. 16. Ich glaube, 20. Na, sei es drum. Juhu! Okay. Rudern vorgebeugt, letzte Woche 100 Kilo, jetzt 110. Ihr müsst mich jedes Mal um 10 Kilo steigern. Und eigentlich so um 5 Kilo wäre gut, aber wenn ihr mehr als 12 Wiederholungen schafft, müsst ihr sowieso das Gewicht immer steigern. Also alles über 12 Gewicht steigern. So. Und ich habe gar keine Lust darauf, weil das so schwer ist. Ja. Boah, 20 mal 110. Aber das Coole ist, das geht halt auch sehr aufs Herz-Kreislauf-System. Und ich schwöre euch, wenn ihr das so macht, atmet ihr schneller, macht mehr fürs Herz-Kreislauf-System, für die Pumpe, als die Leute, die sich eine halbe Stunde auf dem Liegefahrrad auskennen. Darf ich das sagen? Ja, ne? Hier ist nicht böse gemeint. Also, wer Liegefahrrad macht, soll es machen. Aber ich habe da selten Leute gesehen in Topform drauf. Deshalb, ihr könnt auch mit dem Krafttraining, wollte ich nur sagen, euch schön vom kardiovaskulären System, vom Herz-Kreislauf-Apparat verausgaben. 110 Kilo auf der Langhantel, die Kniebeuge. Wenn ihr eigentlich die drei Übungen macht, also Flachbankdrücken, habt ihr den Trizeps drin, ihr habt die Schulter drin, ihr habt die Brust drin. Wenn ihr Rudern vorgebeugt macht, habt ihr die Unterarme drin, die hintere Schulter, den Bizeps, den Latissimus dorsi, also den Breitenrückenmuskel, den Trapez. Und wenn ihr dann noch Kniebeuge macht, die Oberschenkel drin, den Hintern. Ich hätte meine Schuhe fest dazu schauen müssen, sehe ich gerade, aber jetzt auch egal. Komm mal. Zieh mal ein bisschen tiefer an, Leute. Ja. Yeah.
Komm, zieh! Okay. Den letzten haben wir nochmal tief gemacht, oder? Ja. Oh mein Gott. Okay. Je tiefer ihr geht, desto mehr geht es natürlich auf den Hintern. Aber natürlich trotzdem auf die Pumpe, auf die Oberschenkel. Filmst du noch? Ja. Aber läuft, so läuft und ich chill. So, wir machen wieder mal unseren Drink und es ist mittlerweile, wie spät ist denn das? Eieiei, fast wieder 20 Uhr. Das ist der Eiswürfel. Scheiße. Und komm. Okay, Wasser rein. Und Multivitamin hatte ich schon. Jetzt kommt der Booster. Booster Kirsche. Booster, nee, das ist Gorilla Multivitamin Tropical. Gorilla Booster, Multivitamin. Hey. Jetzt muss ich mal selber gucken. Gorilla Booster. Ah, Gorilla Booster. Ja. Muss ich erklären, Gorilla steht da deshalb drauf, weil das Gorilla Instinct Man Coaching ja auch über mich läuft. Und ich hatte früher viel mit der Herstellerfirma gesprochen auf über meine E-Mail-Kontaktadresse von meinem Gorilla Instinct Man Coaching. Und deshalb stand auf den ersten Probe, das waren ja die ersten Probedosen, so sehen die zweiten Probedosen aus, stand da drauf, Gorilla Multivitamin Tropical oder Gorilla Booster Multivitamin Tropical. So, also Gorilla Booster und Gorilla Multivitamin. So, okay, das ist jetzt glaube ich noch gar nicht kalt genug im Trinken, das sieht aber die Farbe sieht echt toll aus. Also ich trinke das ja echt jetzt drei Portionen täglich sozusagen, zwei mit dem Booster und einmal das Multivitamin und es schmeckt immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich kann ich nicht mehr sehen und so. Aber heute hatte ich jemanden am Apparat, der sagte, und das ist ein kleiner Tipp, der sagte, er könnte das Multivitamin nicht auf leeren Magen trinken. Und wir dürfen nicht vergessen, es sind 30 Wirkstoffe drin. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, das volle Programm. Und das auf leeren Magen kann so ein bisschen eine Magenschleimhaut irritieren, die sowieso schon gereizt ist, weil zu viel Stress, zu viel falsche Ernährung, zu viel Stress sozialer Komponenten, technisch, also jetzt hier mit Freunden, mit der Familie, mit der Partnerin, finanzieller Natur, arbeitstechnischer Natur, was auch immer. Und dann ist natürlich durch die viele Stresssäurebildung die Magenschleimhaut schon ein bisschen angefressen und deshalb macht es dann Sinn, das Multivitamin nach einer Mahlzeit zu nehmen, also nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen oder nach dem Abendessen. Da habe ich einen Eiswürfel im Mund. Und ja. Boah, so schnell geht das. Weil was drin ist, ist drin. Das ist ja auch mal das Wichtige. Viele sagen, mach ich nachher. Und dann vergessen sie es. Oder ist es schon zu spät. Oder was auch immer. Und dann passiert nämlich nichts. So. Auf Wiedersehen.